Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 28. am 29.06.2020. Meine Mutter ist heute ins Spital gekommen, weil sie einen Krallenanfall hatte und wird wahrscheinlich übermorgen operiert. Morgen werden weitere Untersuchungen gemacht. Jetzt bin ich erst aus dem Spital gekommen. Und jetzt liegt sie drin. Aber sie liegt in Scherbs, weil sie da mehr Vertrauen zu den Chirurgen hat. Heute war Claudia da, weil mein Vater den fast den ganzen Nachmittag mit meiner Mutter im Spital war. Und es war ganz amüsant. Am Anfang habe ich mich schwer getan, weil mich einiges geärgert hat, dass ich Schmerzen hatte und so. Nichts an Claudia, aber an mir. Aber dann wurde es lockerer und wir haben uns gut unterhalten. Und es war ein schöner Tag. Das Wetter war nicht besonders schön. Wir waren die ganze Zeit auch innen. Es hat fast den ganzen Tag geregnet. Ich war jetzt nur mit meinem Vater draußen. Es ist kurz vor 20 Uhr. 15 Minuten vor 20 Uhr. Und ich bin ein bisschen länger aufgeblieben. Sonst gehe ich um 18:30 Uhr ins Bett. Aber ich möchte das jetzt jeden Tag etwas verlängern. Und ich hoffe, dass meine Mutter morgen also Untersuchungsergebnisse erfährt und dass sie vielleicht nicht operiert werden muss. Und wenn das alles gut geht, ich mache mir halt schon Sorgen. Aber es wird schon gut gehen. Und sie hatte seit gestern Schmerzen und Übelkeit. Und es war so eine richtige Krallenkolik. Das hatte ich als Kind auch öfter. Aber da habe ich immer gebrochen. Sie hat nicht gebrochen. Gott sei Dank. Und der Tag war alles in allem eigentlich ganz normal und irgendwie langweilig. Da war es mit Claudia nicht langweilig, aber jetzt ist mir irgendwie langweilig und ich bin schon sehr müde. Und ich werde jetzt bald abdrehen. Mir geht es so mittelmäßig. Ich mache mir halt Sorgen, aber nicht zu extrem. Aber ich fühle mich auch nicht so gut. Irgendwie sehr ausgelaugt und in Spezialaufenthalt und schlecht schlafen tue ich und ja. Nicht so besonders, aber jetzt auch nicht besonders schlimm. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Mittwoch fahre ich zu Kerstin, also nach Scheibs. Da werde ich aber wahrscheinlich meine Mutter nicht sehen. Außer sie kommt vors Krankenhaus. Also sie wieder mit operiert. Das weiß man dann noch nicht. Und ich sehe auf dem Auge komplett schlecht. Und kann aber nicht sagen, warum. Das ist total verschwommen. Obwohl es jetzt etwas leichter wird.
Was an der Kontaktlinse liegt oder am Auge selbst, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein MS-Schub. Aber es wäre komisch jetzt. Und also ich hoffe nicht. Vielleicht müssen wir diese Woche auch noch zum Optiker Kontaktlinsen wechseln und vielleicht ist es dann besser, aber mir kann nur meine Mutter die Kontaktlinsen wechseln oder der Optiker. Mein Vater kann das nicht. Und dafür habe ich auch Verständnis. Das ist nicht so leicht bei mir. Und ich hoffe, dass die Woche ruhiger wird. Aber morgen kommen Claudia und Sonja. Beide. Unser Auto ist defekt. Der hat eine Überhitzung angezeigt. Wie mein Vater von selbst nach Hause gefahren Okay. ist. Es wird auch wieder einiges kosten, das zu reparieren. Das Auto ist morgen um 4 fertig. Da werden wir mehr erfahren. Und aber es gibt schon eine Vermutung, was kaputt ist. Die Wasserpumpe. Und den Rest wird man sehen. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Und am 7. habe ich wieder bei Christoph Therapie. Das dauert noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr so lange. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, Arines. Bis zum nächsten Mal.